Hallo und ein herzliches Willkommen aus dem Stadion Oberwerth. Sechster Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Staffel Nord, unsere TuS Koblenz empfängt den SV Gonsenheim. Sind immer wieder diese zweiten Bälle gewinnen. Das sieht schon recht ordentlich aus. Wingender. Boah. Oh, verstolpert da das Spielgerät. Marcel Wingender. Und dann Glück ist es die Monstergelegenheit für den SV Gonsenheim. Scharfe Hereingabe. Oh, der Torhüter läuft da sowohl Freund als auch Feind um. Und dann ist es Gion mit dem Abschluss aus der zweiten Reihe am Tor vorbei. Am Diskutieren, wie man was besser machen kann, soll, muss. Aber das sieht hier schon nicht schlecht aus. Porcher, nächster Ball, der gut ankommt. Almir Porcher, probiert es mal aus der Distanz. Warum denn nicht? Lukas Cimczak jedenfalls jetzt am ruhenden Ball. Der macht es wirklich direkt am Tor vorbei. Da zappelt das Außennetz. Jetzt mal Schulte-Wissermann auf Marc Richter. Der Junge macht auch Spaß, nimmt Waldminghaus mit. Flankenball muss kommen, findet Almir Porcher mit dem Kopfball. Und auf der Linie kann der SV Gonsenheim in Person von Ferhat Gündüz da noch in allergrößter Not klären. Fast wäre es soweit gewesen. Das ist dann wieder ein klassischer Kandidat für eine Flankenhereingabe, dieser Freistoß. Bislang vierter Ball, den man hier reinbringen kann. Und der ist gefährlich. Porcher. Auf Cimczak. Ja, der verliert den Ball, aber Waldminghaus hilft aus. Und schon pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit. Das war's. Pünktlich ist es passiert. Schengel, das dominantere Team, meiner Meinung nach in den ersten 45 Minuten. Daniel Binek jetzt mit dem Eckball. Oh, und der Eckball kommt gar nicht so ungefährlich, ist nämlich immer noch nicht ganz geklärt. Aus der zweiten Reihe kommt da noch ein Gonsenheimer zum Abschluss. Binek bringt den Ball rein, gefährlich, das ist das 1-0. Das ist das 1-0, richtig gesehen, und ich glaube, es hat Manasseh Eschele gemacht. Schub gewinnt das Zweikampfduell. Jetzt Konterchance über Linus Schulte-Wissermann. Der muss Almir Porcher da mitnehmen. Der macht das auch. Almir Porcher auf weiter Flur. 1-1 da jetzt nur noch. Und Porcher vergibt diese Möglichkeit. Schub kommt auch nicht dran. Und wir müssen Gas geben. So langsam müsste dann doch der ein oder andere Ball vielleicht ins Tor statt nebens Tor oder auf den Torhüter. Und jetzt gibt es den Elfmeter. Ja. Lukas Cimczak zu ungestüm. Pushen da auch vielleicht nochmal Dieter Pauken jetzt. Pauken gegen Daya. Und Pauken ist da! Sensationelle Parade von unserer Rücke Nummer 1 von Dieter! Jetzt über Schulte Wissermann. Und jetzt geht dann doch nochmal eine leichte Euphoriewelle durch unsere Wellen. Damar Kanute probiert es und dann ist es plötzlich Tobias Edinger, der sich da ganz, ganz lang macht. Richter, jetzt nächster Eckball. Ball kommt auf den langen Pfosten. Schon verpasst er. Ach, den muss er machen. Den muss er wirklich machen, ja. Keine Frage. Den Ausgleich haben sich unsere Schengel, was die Spielanteile angeht, verdient. Stattdessen Rektal, der gefaulte Spieler zum Elfmeter auf dem Weg und dann der Abschluss. Wenn es Lukas Cimczak macht, wissen wir, geht direkt aufs Tor. Und das geht in der Regel auch ganz, ganz stark. Cimczak macht es und Cimczak trifft das Tor Edinger. Nicht. Du wirst doch Wahnsinn. Verrückt hier. Landet wieder bei Ekici. Kanute und jetzt nochmal Porcher. 1-1 vor dem Tor. Almir Porcher liegt quer. Und Janusz Schupp verpasst freistehend. Weil er den Schritt zu spät kommt. Almir Porcher hätte es da selbst machen müssen. Stattdessen hier der Konter. Richter ganz ohne stark Foul. Gemacht. Und dann war es das. Schengel liegen oder unterliegen dem SV Gonsenheim. Ja, und holen hier halt keine drei Punkte.